Hallo, heute ist Samstag, das heißt, es gibt eine neue Folge von Nur was ich mag und heute geht es um unser Gäste-WC. Sowas hatten wir vorher in der alten Wohnung nicht, aber ich bin sehr dankbar, dass wir es jetzt haben, weil wir es wirklich auch regelmäßig nutzen und es ist ein sehr kleiner Raum, ganz ohne Fenster und deswegen wollte ich so ein bisschen gemütlicher heute mit euch zusammen machen. Das heißt, ich zeige euch, was ich alles gekauft habe. Wir werden gemeinsam das Ganze umgestalten und jetzt wünsche ich euch einfach ganz viel Spaß beim Video. Jetzt zeige ich euch in einem kleinen Haul, was ich alles gekauft habe für unser Gäste-WC. Und bereits enthalten im Zimmer war schon natürlich das Klo. Das fand ich auch ganz gut, dass es komplett einfach weiß ist in so einem kleinen Raum. Genauso das Waschbecken, die Armatur, den Spiegel, genauso wie die kleinen Haken an der Wand. Und ich muss sagen, den Spiegel finde ich ein bisschen langweilig. Da überlege ich noch, was ich damit vielleicht machen könnte. Also falls ihr da eine Idee habt, sagt mir gerne Bescheid. Wir wollen ihn auf jeden Fall an der Wand lassen, aber vielleicht irgendwas drumherum machen, was ihn nicht beschädigt. Also falls ihr da Tipps habt, gerne her damit. Und ansonsten starten wir ganz oben an der Decke, würde ich sagen. Denn da haben wir eine Lampe gekauft bei IKEA, sehr günstig auch. Einfach so eine Strahlerlampe, bestehend aus zwei Lampen. Und da kann man wunderbar eben die Wand anleuchten, wo ja auch ein Bild hin soll. Und auch den Spiegel, dass man sich gut sieht. Und ich finde auch von der Farbtemperatur ist es sehr angenehm. Es ist so ein bisschen warm und trotzdem auch hell genug. Allgemein werde ich euch alle Sachen, die ich euch im Video zeige und die ich online finde, auch in der Infobox verlinken. Also schaut da gerne rein, falls euch was von den Sachen interessiert. Und ansonsten habe ich mich entschieden für ein Farbschema in dem Raum und zwar rosa. Da habe ich meinen Mann auch gefragt und für ihn war es vollkommen in Ordnung, dass ich den kleinen Raum so nach meinen Vorstellungen gestalte. Und da habe ich mir zum einen einen Badteppich bestellt, ebenfalls bei IKEA. Also ich habe ein paar tolle Sachen da gefunden. Sowas gibt es aber generell auch bei H&M Home. Ich habe mich nur speziell jetzt in diesen hier verliebt, weil er einfach sehr schön pastellputrig rosa ist und auch klein. Ich wollte eben keinen so riesen Teil im Badezimmer bzw. im Gästeklo und es ist auch so, dass wir da die Fußbodenheizung aus haben, weil ich es nicht nötig finde in dem kleinen Raum, aber da werden dann doch die Füße auch mal kalt, weshalb ich eben so einen kleinen Teppich vors Klo legen wollte. Dann habe ich da auch noch Körbe bestellt, nämlich so ein Zweierpack von diesen Stoffkörben hier und da wollte ich einen eigentlich nur jetzt fürs Gästeklo, ich muss mal schauen, welcher nachher besser passt, um da eine Ersatzklorolle reinzubringen. Zu packen, einfach auch damit es schöner aussieht, irgendwie dekorativer und genau, deswegen habe ich das gekauft, eben in hellgrau, so leicht blaustichig ist das auch und ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Kombination. Außerdem habe ich auch noch Gästehandtücher bestellt, weil unsere schon sehr alt und abgenutzt sind. Ich möchte auch noch neue fürs Badezimmer kaufen, aber da habe ich noch kein fertiges Farbschema, sag ich mal. Deswegen habe ich jetzt nur mal einen Doppelpack fürs Gäste-WC geholt und eben passend zur Fußmatte gewählt. Das ist genau das gleiche Muster mit diesen Linien unten und eben auch in diesem Puderrosa ein Doppelpack und die sind wirklich sehr, sehr angenehm. Dann wollte ich noch eine kleine Ablage schaffen, zum einen für ein weiteres Gästehandtuch, dann natürlich für die Ersatzklorolle und auch für ein bisschen Deko. Da werden wir auch gleich zusammen bei uns in den Keller gehen, denn da bewahre ich unsere Kunstblumen auf und ich hoffe sehr, dass ich da was Passendes für den kleinen Raum finden werde. Und bei der Ablage habe ich mich für einen kleinen weißen runden Tisch mit Holzbeinen entschieden, weil ich einfach fand, dass es den Raum schön ergänzt und nicht zu vollgestopft wirkt und gleichzeitig bietet es auch keine zu große Staubfläche, sondern es ist einfach nur so groß, dass die Dinge drauf passen, die ich eben in dem Raum haben möchte und dass es einfach so ein bisschen dekorativ und einladend aussieht. Und da hatte ich erst einen Tisch bei Amazon bestellt, der trotz der sehr guten Bewertungen leider eine komplette Fehlproduktion war. Er ließ sich nämlich nicht mal zusammenbauen, deswegen habe ich den auch dann leider zurückgeschickt und mich dann direkt für einen anderen Anbieter entschieden, nämlich Mömax. Da haben wir schon öfter bestellt. Ich war mit der Qualität immer sehr zufrieden. Auch die Lieferzeit ist super und auch der Preis natürlich. Da freue ich mich schon wahnsinnig drauf, den jetzt endlich mit euch zusammenzubauen. Dann gehen wir natürlich auch, wie gesagt, noch in den Keller. Und ich habe auch noch ein wunderschönes Bild, was ich aufhängen möchte. Das habe ich bei Desenio bestellt und das ist aber in diesem Video hier keine Kooperation mit denen. Ich arbeite in einem anderen Video mit denen zusammen. Ich wollte das nur ganz kurz klarstellen und den Disclaimer sozusagen raushauen. Und dieses Video ist als Werbung gekennzeichnet, weil ich einfach sehr viele Marken nenne, wie zum Beispiel auch Mömax, IKEA und so weiter. Aber ich bekomme kein Geld für dieses Video. Und jetzt würde ich einfach sagen, bauen wir einfach mal zusammen den Tisch auf, richten alles ein und ich freue mich schon sehr auf das Ergebnis. Why'd you have to go and drive me so crazy?
Now I'm feeling lost without you, and I just can't be without you, baby. Want you all night long, want you all night long. Tell me, why'd you have to go and drive me so crazy? Gefällt dir der Teppich? Ja, der ist aber gar nicht für dich. Der kommt ins Bad. Noch diesen Mülleimer hier habe ich mir ursprünglich für mein externes Büro gekauft. Den habe ich dort eben auch benutzt. Und da ich das jetzt hier nicht mehr habe, ist der übrig. Und es ist einfach, finde ich, jetzt der perfekte Mülleimer für das Gäste-WC. Ich bin fündig geworden. Die Sachen nehme ich jetzt einfach mal mit hoch und schau mal, wie die dann reinpassen. Gäste-WC ist fertig und ich finde es so schön, dass man mit wenigen Details einen Raum derart aufwerten kann, und ich benutze den Raum jetzt auch selber sehr viel lieber, und ich hoffe sehr, dass das Video für euch wieder eine kleine Inspiration war. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch gerne nochmal hier in der Nur was ich mag Playlist vorbeischauen für mehr Motivation in Sachen Aufräumen, Organisieren und Einrichten. Und hier unten könnt ihr kostenlos meinen Kanal abonnieren, dann verpasst ihr auch nichts von mir, und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!